Willkommen zurück hier bei Sternenkindsaga. Unsere Gruppe steht immer noch hier draußen und muss sich sammeln. Ich habe im letzten Part mit jedem gesprochen und ich werde mal gucken, ob ich mich hier einfach von der Map wegbewegen kann. Hier komme ich auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Die Wölfe marschieren. Hunderte. Rabeck, endlich kehrst du wieder. Was hast du herausfinden können? Die Gazesh marschieren in breiter Front auf die uralte zwingsfeste Turabox zu. Die alte Zwingsfeste ist eine fast uneinnehmbare Festung. Warum sollten die Wölfe dorthin gehen? Weil sich unsere Streitmacht dort verschanzt hat. Der Brückenkopf im Flussbett scheint aufgegeben und fest in der Hand der Wölfe zu sein. Keiler hat die Streitmacht in der Zwingfeste Aufstellung nehmen lassen. Also hat der alte Mann auch ohne uns den Wölfen erfahren. Dies macht den Tod von Ragnar und Algret wohl noch schlimmer. Ich habe zwei Wege ausgekundschaftet, die uns helfen sollten, die Zwingfeste noch vor den Wölfen zu erreichen. Als Armee sind sie gezwungen, die engen und sehr weitläufigen Serpentinen zu nehmen. Wenn wir uns querfeldein durch die Wildnis schlagen, sollten wir deutlich rascher vorankommen. Querfeldein, wie war denn das bei Herr der Ringe? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Dann verlieren wir keine weitere Zeit. Haki, du lässt dir einen Pfad von Rabeck erklären. Wir anderen nehmen den zweiten Pfad. Los jetzt! Ja gut, dann, mit allen notwendigen Eile packten wir hastig unsere Sachen zusammen und machten uns abmarschbereit, um den Truppen des Kriegsherrn aufzuschließen, der sich in der Zwingsfeste verschanzt hatte. Thorstor nahm die Last der beiden befreiten Gefangenen bereitwillig auf sich. Arson jedoch vermutete, er würde sich einfach nur gerne von der Truppe feiern lassen. Uns Vieren war dies nur recht, denn unser Ausweichweg, den Rabeck uns erklärte, war deutlich unwegsamer. Und dann haltet ihr euch immer Richtung Norden. Dort werdet ihr einen Zugang zur Zwingsfeste finden, dessen Schloss ich bereits geknackt habe. Folgt uns schnell nach. Wenn ihr drin seid, verriegelt die Tür oder die Festung mit dem Untergang. Was? Oder wir sind im Untergang geweiht. Tarnis sei mit euch Vieren. Warum ausgerechnet Tarnis? Naja, gut. Irgendjemand muss ja mit uns sein, ne? Und wenn nicht Elkanor oder Turinia, dann doch bitte Tarnis. Ich muss wieder auf Slot 1 speichern. Warum gibt's nur 15 Slots? Diese blöde Limitierung des Makers. Irgendwie habe ich hier ein ungutes Gefühl. Ist das einer der Wachtürme gegen die Wölfe? Nein! Svenja ließ ehrfürchtig die Hände über das eiskalte und von Würmern durchzogene Holz des Wachturms gleiten. Es ist ein Außenposten der Tratfari, der karadonischen Mondpfeile. Als die Orks vor gut 20 Jahren Karadon angriffen und dabei an Land und Menschen schlimme Wunden zufügten, wurden viele Männer damals getötet. Es war jedoch bei weitem nicht so, dass die Frauen Karadons nicht gekämpft hätten. Doch wenn die Orks Gefangene machten, erschlugen sie stets nur die Männer und ließen die Frauen laufen. Wahrscheinlich nahmen sie diese nicht als Gefahr wahr. Die Mondpfeile war schließlich ein düsterer, dem Alkantor zugeweihter Kult aus Frauen, mehrheitlich Witwen oder Mütter, die ihre Liebsten an die Orks verloren hatten und ihr Seelenheil an dieser neuen Aufgabe suchten. Sie errichteten Türme auf allen karadonischen Inseln und hielten fortan nach weiteren orkischen Invasoren Ausschau. Doch wurden die meisten nicht alt. Die karadonische Wildnis forderte ihren Tribut, und manche starben auch einfach an gebrochenen Herzen. Das Holz ihrer Türme wurde dann als Baumaterial benutzt, und sie verschwanden vom Antlitz Karadons. Es ist ein seltsamer Zufall, dass wir hier noch einen finden konnten, der doch noch so gut erhalten war. Okay, cool. Über die Palisaden gibt es nichts zu erfahren. Können wir sonst noch mit irgendwas interagieren? Hier ist einfach nur ein Weg. Das Blöde ist, dass das wahrscheinlich so ein Gebiet im Spiel, in das man nur einmal hinkommt und ich möchte nach Möglichkeit nichts verpassen. Und da ist ja die Gefahr mal recht groß, aber ich denke mal, das Spiel ist, was das angeht, recht fair. Meistens zumindest. Ich meine, wäre ich damals bei dem Turm geklettert, dann... Also weiter Richtung Norden? Ich stehe nun, das Scharren von Klauen. Heißer Atem aus der Schlucht. Die Gazesh sind ganz in der Nähe. Oh, Sequenz. Ich hoffe mal, dass mit dem Sprechen wird im Laufe dieses Parts besser. Es ist jetzt gerade schon wieder 12:30. Ich hoffe mal, dass es nicht zu spät ist. Aber ich hatte gerade noch mal unheimlich Lust, Sternenkind-Saga zu spielen. Es fesselt gerade einfach so sehr. Und plötzlich begannen die beiden Wölfe miteinander zu sprechen. Ihre Stimmen waren tief. Mehr ein Knurren aus dem unterdrückten Hass zu hören war. Doch jedes Wort war klar und deutlich zu verstehen. Jagen die Rudel? Ja, Kriegsherrn, wir kommen hierher, wie du befohlen hast. Verflucht, zur Ruhe sollen deine Klauen sein, nicht meine Befehle, Speer. Die Geisterseherin befiehlt mir, und Greierke, der Geisterseherin. Und der Geist des Greierke
ist benebelt vom Gift seiner Elfe. Das Rudel betet für den Tod der Glatthaut, Kriegsfang. Bald schon ist es Zeit. Bis dahin schweig und jage. Die Menschen haben sich in Richtung des Eismondes bewegt. Alle Rudel sind versammelt. Wir jagen sie und bringen sie noch heute Nacht zur Strecke. Im Namen des blutigen Reißers. So soll es geschehen. Ihr Jagdfieber brennt so heiß. Man kann es in ihren Herzen fast brennen spüren. Weg hier! Sie kommen! Bei Alkandor, es scheinen wirklich alle Wölfe Bergentons zu sein. Und sie sind unterwegs Richtung Norden, genau wie wir. Hoffentlich ist die Festung noch sicher. Ich würde sagen, wir wagen es und versuchen uns in den Norden durchzuschlagen. Wenn wir uns an die Wildnis halten, sollten wir Erfolg haben. Okay, ich habe nur gerade irgendwie ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Oh Mann, ey. Aber sie können uns zum Glück nicht sehen, weil wir über ihnen... Das ist total cool. Gütige Mutter Tyrinia, warum müssen alle Wege nur immer so tückisch sein? Wie soll Arsten sonst unser Vertrauen in ihn prüfen? Die Wölfe marschieren dumpfen Blickes vor sich hin, ihr Blick gerichtet auf die kommende Zerstörung. Das kommende Massaker an Gedanken. Werden sie uns vielleicht nicht wahrnehmen? Und wenn doch, dann brauchen wir Wochen, um die alle zu erschlagen. Wir sind doch nur zu viert. Dann also los, in der Sicherheit der Festung warten unsere Freunde und Kameraden. Die Musik ist gerade richtig geil. Ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Das ist so unglaublich. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Parts ich heute noch aufnehme. Wir haben es fast geschafft. Rechter Hand ist der Eingang zur Zwingfeste. Nun bleibt nur zu hoffen, dass Rabeck Wort gehalten hat. Sonst drangen sich Wölfe und Frost gleichermaßen darum, uns den Tod zu bringen. Wir müssen schnell sein, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Tja, das nenne ich immer schnell. Hier rein, ne? Dank den Göttern, Rabeck hat sein Wort gehalten und der Schoss geknackt. Sobald wir durch sind, verriegeln wir die Tür und schleichen uns in die Festung. Ich weiß jetzt nicht, ob da rechts noch was war, aber das Spiel hat mich bisher immer davon abgehalten, irgendwo hinzugehen, wenn ich auch einfach dem Plot folgen könnte. Und ja, deswegen habe ich es diesmal gar nicht erst probiert. Ein See? Wo ist die Festung? Wir befinden uns direkt darunter. Es ist nicht bekannt, warum unsere ersten Siedler dieses Bollwerk errichtet haben und gegen welchen Feind. Aber der See soll Trinkwasser liefern während einer Belagerung. Und zudem... Arson, was soll der seltsame Ausdruck im Gesicht? Etwas, das du sagtest. Es ist tatsächlich nicht überliefert, warum diese Festung damals errichtet worden ist. Die meisten anderen Festungen an den Rändern der Insel waren aus Holz. Ebenso fast alle Festungen in Caradon selbst. Warum haben unsere Ahnen diese eine und besondere Zwingfeste, die zudem noch mitten im Landesinneren steht, aus Stein erbaut? Ist sowas jetzt wichtig? An der Vergangenheit lässt sich eh nichts mehr ändern, also braucht man auch nicht drüber reden. Lasst uns weiter zum Bier und Braten und warmen Feuerstätten. Arson sah ihn mit offenem Mund fassungslos an. Ich meine natürlich zum Kriegsherr und den anderen Soldaten. Gurat sorgt wie immer für einen Lacher, auch wenn er es gar nicht will. Wenn ich jetzt so nass werde, erfriere ich vielleicht. Okay, gut. Also dürfen wir gerade nicht schwimmen. Schade. Naja, wahrscheinlich kommt dann sowieso irgendwann ein Dead End und... Augenscheinlich die alten Lagerräume der Zwingfeste. Staub und Spinnweben, wohin das Auge blickt. Wir schauen uns natürlich direkt erstmal um. Dieses Holz scheint eindeutig trocken. Oh. Oha, Wein wird nicht besser, je länger es steht. Ja, es sei denn, der Wein ist Bier, so wie es auf dem Fass steht. Kja als Pferdetrog. Von dieser Brauerei habe ich ja noch nie gehört. Alles an diesem Raum, diesen Regalen, scheint zu alt zu sein. Ist es deine alte, eben eine alte Festung, Arson? Nein, ich habe schon bewusst zu alt gesagt. Wie ein Museum, welches Museen ausstellt. Ein Lol, ey. Staub und die Zeit haben diese einst robuste Truhe in eine Ansammlung schiefer Hölzer verwandelt. Und auch hier. Diese Krüge sind aus irgendeinem Ton und leer. Aus irdenem Ton und leer. Ganz schwach sind noch Bilder auf dem Bauch der Krüge zu erkennen. Sie zeigen ein Volk von Nomaden, welches unter der Führung eines Drachen gegen Kreaturen kämpft, deren Leiber schlangengleich aussehen oder Reptilien ähneln. Es sieht aus, als würden sich weitere Figuren hinter den Linien der Caradonia bewegen, aber die Zeichnungen sind durch die Zeit einfach zu verwaschen. Diese Krüge, ja, okay, gut. Gut, hat sich nichts finden lassen. Nur alte Fässer. Wir befinden uns wahrscheinlich direkt unter der Zwingfeste. Wenn wir dieser Treppe folgen, sollten wir unsere Kameraden finden. Ich hoff's. Der Raum, in dem wir nun blickten, war zwar auch staubig und unbenutzt, jedoch wirkten die dort gelagerten Gegenstände nur Jahrzehnte jünger.
im Gegensatz zum Schatten des Alters vieler Jahrhunderte, die wir ein Stockwerk tiefer empfunden hatten. Die Körbe sind leer, das Flechtmuster scheint mir ostkaradonisch. Ich erkenne die Erzeugnisse aus meiner Heimat. Lange spitze Nadeln, ein eingeschlagen rotes Tuch dem Aikandor geweiht. Von solchen Truhen habe ich eins gelesen. Die Aikandor-Kirche hat sie den Armeen mitgegeben, welches gegen die Orks marschiert sind. Mit diesen Nadeln konnte sich jeder verwundete Karadonier, der drohte in orkische Gefangenschaft zu geraten, selbst das Leben nehmen, um nicht Opfer der grausamen Folter durch die Schwarzpelze zu werden. 30 Talentpunkte einfällt. Der Boden dieser Truhen ist mit Staub und Mäusekot bedeckt. Diese Regale sind schlecht verarbeitet und fast leer. Aber nur fast. Spieße, von der Größe und der Wuchtigkeit der rostigen Spitze her würde ich sagen, eher für ein Geschütz als für einen Werfer. Ein Geschütz natürlich. Das letzte Mal, als Karadun Spieß einsetzte, tobte der Krieg gegen die Orks. Ja, heute sind es nur noch Katapulte, die Steine schleudern. Was soll ein Spieß auch können, was ein Stein nicht kann? Ja, im Nahkampf zum Beispiel eingesetzt werden, ne? Das Holz sieht aus, als wäre es vor vielen Jahren und in großer Eile geschlagen und hier aufgeschichtet worden. Hört ihr es? Kampflärm und Schreie, die Wölfe sind schon hier. Oh Gott. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Jetzt geht natürlich ein... Ja, ist egal. Kampflärm. Ja, los. Keinen Augenblick mehr dürfen wir hier verweilen, sonst schneiden uns die Wölfe den Weg zur Festung ab. Lauft, Soldaten! Die Tore schließen bald! Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Na, der Toaster hat es natürlich wieder als erster in die Festung geschafft. Folgt mir schnell. Dann slowen die natürlich so rum. Haki ist der langsamste, aber... Haki ist ja auch der Späher. Hört uns das mit der Tür noch was, ihr verdammten Elfentäubchen! Was hat er gesagt? Ich will das Tor geschlossen sehen! Die Scharniere sind eingerostet, Kriegsherr. Kriegsherr, Rückzug! Ihr seid so scheiße langsam, dass ich davor noch locker kacken gehen könnte. Schließt es, jetzt! Ich schaff's schon noch nach drin! Verdammter Sturkopf! Was macht der Typ? Rakas, Feros, ihr beide geht nach draußen und schützt den Kriegsherrn. Ich will nicht langweilen, aber am Horizont hat es Wölfe, wie ich Haare am Sack hab. Ich will gar nicht wissen, wie passend dieser Vergleich ist. Kyla, gib die Brücke verdammt nochmal auf. Wir ziehen uns in die Berge zurück und verteidigen die Festung in den hinteren Ringen. Ich bin kein verdammtes Ratsmitglied. Erst wenn das Tor sich bewegt und meine Männer sicher sind, gebe ich die Brücke frei. Okay. Solange immer nur drei Wölfe auf einmal kommen? Aber irgendwann werden es natürlich mehr. So viele, dass die ganze Brücke überquillt. Weiter kämpfen, Männer! Wir ertränken dieses Stück Holz in Wolfsblut! Für Aikandor! Ja, davon habe ich gesprochen. Ich kann noch drei auf einmal abschlachten. Aber es ist genauso wie beim Persodorn. Irgendwann sterben die ersten Leute. Schiebt! Verdammt noch eins! Kyla, sie bewegt sich rein da! Ich glaube, Kyla hat keinen Bock mehr. Oh, Pfeile. Pfeile, also! Oh Mann, ey, was zum Teufel hat der vor? Och Mann, ey. Also ich meine, ich hätte es mir zugetraut, so wie er die letzte Zeit rumgequatscht hat, dass er irgendwann in der Story noch stirbt. Aber, Halt! Ich habe einst mit diesem Mann geschlafen, er gehört jetzt mir. Ich werde über seinen Leib verfügen. Nun hat sich dieser Feigling endlich entschlossen, sich auf die Bildfläche dieses Krieges zu wagen. Und schon entzieht er sich meiner Folter, indem er sich von Jungwölfen abschlachten lässt. Ich dachte, in Karadon würde man lernen, wie man kämpft. Welch Irrtum, welch Irrtum. Verschanzt euch nur, Menschenbrot. Wir haben Zeit. Die Festung wird fallen. Denn Gift sickert durch eure Träume, wie unser Wille durch Gestein. Denn der Tod eint nicht, er entzweit. Ja, Inyuxa ist auf jeden Fall cool. Dieser archetypische böse Bitch.
Unfähig einzugreifen, mussten wir mit ansehen, wie der Kriegsherr Opfer der feigen Garsisch wurde. Dicke Mauern hielten uns von seiner Rettung fern. Die Tore waren blockiert und nur kleine Schießscharten erzählten die Legende vom Tode eines Mannes, der in den Geschichten Caradons noch nach seinem Tode eine große Rolle spielen sollte. An der Stelle allerdings meine Frage, die sind ja gerade in die Burg reingerannt. Standen die schon auf den Zinn oder wie haben die das gesehen? Denn ich meine nur, wer wir als Spieler das gesehen haben, die haben es vielleicht gehört, ne? Aber, na gut, vielleicht standen sie wirklich auf den Zinn. Ich weiß es nicht. Für uns jedoch gab es keinen tröstenden Gedanken. Unser Ausbilder, unser Kriegsherr, der uns erst nach Monden des Krieges Kameraden nennen wollte, war tot. Kein Geschrei mehr. Doch Tränen und Wehklagen blieben aus. Nur bleierne Schwere war in unseren Herzen zu finden, Mutlosigkeit und das Fehlen jeder Hoffnung. Nun hatte der Krieg uns endlich, wo er uns haben wollte, in den Reihen jener, die nichts mehr fühlen konnten, deren Herzen im Schnee und Eis von Bergenthorn eingefroren waren. Tränen würden uns eben nicht am Leben erhalten. Kaltstehender Instinkt vielleicht schon. Haki, da bist du ja! Einige Männer haben versucht, den Leichnam von Keiner zu bergen, doch die Wölfe lassen niemanden auf die Brücke. Die Garsisch haben so grausige Angst vor dem Kriegsherrn, dass sie sogar seinen toten Körper noch fürchten und mit Pfeilen gespickt halten. Hauptmann Rethel hat mich dabei erwischt, wie ich dem Trupp jünger Alkandos auf der Brücke wehmütig nachblickte und mich hierher gesandt. Warum hast du uns nicht mitgenommen? Weil ihr euch nicht hättet wegschicken lassen und dies wäre unser aller Tod gewesen. Genau so ist es. Lass uns sofort aufbrechen. Nein. Noch auf dem Weg haben Schamanen der Garsisch den toten Leib des Kriegsherrn. Ich will es nicht sagen. Das musst du auch nicht, mein Poet. Du führst uns so gut, weil deine Gedanken offen vor mir liegen. Sprich kein Wort. Unsere Herzen trauern gemeinsam. Zusammen sind wir das einzige Dach gegen den Regen. Enyuk Sal wollte die Festung im Morgengrauen angreifen, sagte sie. Ja, die Wölfe sind uns vielfach überlegen. Der Kriegsherr ist tot. Nur wenige Männer haben es lebend in die Festung geschafft. Der Schmerz der Lähmung hat die meisten Stimmen und selbst die Klagelaute verstummen lassen. Ich werde meine Glieder nun zur Ruhe bitten, wenn der Feind uns morgen holen kommt. Dann soll er uns wenigstens zum Tanz meines Schwertes singen, solange ich es halten kann. Es fühlt sich seltsam an. Es ist, als ob mein Herz nur noch 10 Schritt weit würde sehen können. Wir haben nur schlichtweg keine Tränen mehr. Unsere Herzen veröden zum Odem des Krieges. Komm hierher zurück, wenn du dich schlafen legen willst. Ich habe für dich Decken und ein altes Kissen mit der Gattung können. Okay, cool. Ich kann mich frei bewegen. Sehr gut. Dann, ja. Du willst das Kissen und die Decke für dein Bett statt? Wenn du hier nächst, wird das nächste, das du hören wirst, wahrscheinlich der Angriff sein. Noch wach bleiben. Was folgt, wird grausam. Für uns sind die Wölfe gleichermaßen. Ich kann den Wurm der Rache schon durch meine Adern kriechen spüren. Die Rache, wie sie noch warm, bald kochen wird. Hattet ihr harte Gefechte? Es war brutal, doch letzten Endes effektiv und nicht ohne Beute. Rabik grinste böse. Nehmt dies an euch, für derlei Spielereien habe ich keinerlei Platz. Trophäe Wolfsbrank erhalten. Das mit den Trophäen gucke ich mir noch. Ups, das hatte ich ja gerade eben schon. Das mit den Trophäen gucke ich mir auf jeden Fall noch an. Iria wirkte abwesend. Machst du dir Gedanken um Amira? Ob sie es vom Strand hierher geschafft hat? Ja, natürlich. Wir sind in einem Krieg. Eigentlich dürfen wir uns nur erlauben, von einem Augenblick auf den nächsten zu denken und zu planen. Aber die Hoffnung kämpft und zerrt sich selbst immer wieder an die Oberfläche. Dieser Krieg kennt keine Gnade und Amira ist eine zarte Blume. Ha, aber Blumen machen im Winter einfach ihren Kelch zu und sitzen die Sache aus. Ihr geht es gut, wirst sehen. Wahrscheinlich ist sie in seinem Zimmer eingesperrt wie wir und plant die Verteidigung. Es vergiftet jede Phase von mir, diese Posten nicht verlassen zu dürfen. Hoffen wir, sie kann sich davonstehlen. Sinnesschärfe 2. Argok schien vordergründig tief und fest zu schlafen, doch war sein Atem zu unregelmäßig, seine Lider flatterten zu sehr. Der Mann war hellwach, doch ahnte ich den Grund dafür nicht. Torben und sein Bruder Torstor waren in ein Gespräch vertieft. »An Mut mangelt es mir nicht.« »Das weiß ich doch, Bruder. Nach all diesen Jahren der Blindheit, mit der meine Augen geschlagen waren, sehe ich dich nun in dem Licht, in dem dieser Krieg dich bescheint. Dieses Privileg hast du aber mit dunklem Blut bezahlt.« »Meine Wunde schmerzt, doch meine Kraft reicht, Bruder.« »Ich bin so ratlos.« »Kann ich hier nach oben gehen?« »Ja.«
cool. Ich kann mich auf jeden Fall ordentlich umsehen. Die Gelegenheit werde ich auf jeden Fall nutzen. Und zwar, um nichts zu finden und mit nichts interagieren zu können. Warum? Warum? Nicht mal dummer Text. Oh. Dabei lese ich doch gern irgendwas. Komm schon. Alte Schriften. Sinnesschärfe. Bei Tag ist es... Achso, bei Tag ist es auf den Sinn zu gefährlich. Ja gut, dann... kann ich hier unten lang gehen? Kann ich hiermit irgendwie interagieren? Mit diesem Bett? Oder mit diesem Schrank? Wahrscheinlich nicht. Oder hiermit? Nein. Solange die Belagerung andauert, muss ich hier bleiben. Okay, gut. Ein perfekter Augenblick also, um... ja, nochmal die Trophäen anzuschauen. So. Jetzt habe ich Haki. Wenn ich Enter drücke, dann habe ich ihn. Ja, okay, gut. So, ich muss hier nach unten gehen. Und ausgerüstet. Goblino erhöht die Chance, magische Dinge zu finden. Was ist das? Ausgerüstet, unbekannt. Also ich kann für jeden Inventarslot scheinbar was ausrüsten, oder? Hä? What? Achso, ich habe für... Ah, ich habe für jeden Gegner... Okay, gut. Erhöht den Angriff, erhöht den Wert AP um 2. Das brauche ich bei ihm nicht unbedingt. Alles klar, jetzt erst. Sorry Leute, dass das so lange dauert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist jetzt der 70. 80. Scheiß Mann, wie viele Parts nehme ich denn auf? Ich glaube, der 70. ist es jetzt. Indem ich mir das mit den Trophäen anschaue. Ich habe es, glaube ich... Jetzt habe ich schon wieder... Verdammt, jetzt... Was zum Teufel habe ich jetzt gedrückt? Ist egal. Ja, dass ich mir das jetzt anschaue, aber... So. Ich muss immer Enter drücken. Wie viele Trophäen habe ich denn? Ich habe hier noch 2. Habe ich auch zwei. Ich kann Haki auf jeden Fall... noch eine geben. Was macht denn das? Wie die Chance, Verkaufsgüter zu finden... Kann ich das mehrere Male auf verschiedene Gegenstände ausrüsten? Nee. Das kann ich aber nicht ausrüsten. Okay, komisch. Muss ich jetzt auch was auf einem Ödes Karma Betrivia? Schaden gegen Tiere 25. Zählt ein Wolf als Tier? Das ist tatsächlich mal echt eine gute Frage. Okay, 3 Sachen konnte ich bei Haki ausrüsten. Gut. Dann Svenja. Sie hat bisher noch gar nichts. Kann ich das mehrmals ausrüsten? Fett. Ernsthaft? Oder habe ich davon mehrere? Dann gehe ich direkt mal zu Gorat. Wow, ich kann die Trophäen bei mehreren Leuten ausrüsten. Das ist ja total cool. Da gucke ich mir überhaupt erstmal an, was ich noch alles habe. Ödes Karma bei Arion. Achso, habe ich gar nicht. Ödes Karma, okay, das ist ja cool. Mehr Talentpunkte. Oh nein. Scheiße. Das wäre echt die perfekte Situation gewesen, um mit Wolf zu sprechen, aber es ist leider gerade keiner da. Ja, doof. Das ist ja ein richtig guter Gegenstand. Puh. Die Chance, Edelsteine zu finden, das kann man bei Erkando. Was? Enyuk-Salz Rune, das kann man... Was? Cool. Okay, gut, dann, ja, kann ich hier irgendwie noch was ausrüsten? Für den Wert AP um... Warum kann ich das bei ihm nicht... Für den Schaden gegen Untote 24, ja, keine Ahnung, brauche ich wahrscheinlich gerade nicht. Für den Schaden gegen Tiere, warum nicht? So, dann nochmal kurz zurück zu Svenja. Das hat sie ja jetzt schon. Was war da noch das andere? Den Schaden gegen Tiere. Erhöht auch nur Karma. Manche Sachen kann ich scheinbar nur einmal benutzen. Na gut, dann bekommt Arson mal noch ein paar Sachen.
Und zwar auch wieder das hier, was ich ihm nicht mehr geben kann. Komisch. Wahrscheinlich habe ich doch mehrere davon. Also, so ganz verstehe ich es auf jeden Fall nicht, aber na gut. Wen interessiert's? Ich erhöhe einfach mal mein Karma, oder auch nicht. Dann mache ich einfach nochmal das. So ganz ist es mir jetzt doch nicht klar. Ich bleibe auf jeden Fall ein bisschen am Rätseln. Ich werde es wahrscheinlich im Laufe dieses Let's Plays nicht mehr so genau erfahren, denn ich werde das Spiel wahrscheinlich durchspielen, bevor dieser Part schon online ist. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Ich habe es auf jeden Fall vor, weil das Spiel bockt auf jeden Fall. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch einen Part aufnehmen. Ja, und wir sehen uns dann wie immer morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal hier bei Sternenkindsaga.